Ich sag dir jetzt, was abgeht. Ich bin Rufus. Das hier, das Kätzchen heißt Jesse. Der Schlitten, mit dem du durch die Stadt fährst, macht eine Menge Lärm. Und weißt du was? Ich kenne dich. Ich kenne dein Gesicht. Weißt du, wer das ist, Jesse? Er ist irgend so ein Fahrer. Nein, nein, ist er nicht. Er ist nicht nur irgend so ein Fahrer, Lady. Der Typ hat Benzin in den Adern. Sieht so aus, als könntest du einen Drink gebrauchen, Pussy. Ich hab keinen Durst. Sieht so aus, als könntest du einen Drink gebrauchen, Pussy. Ich war unterwegs, als du mit Rusty Slater zusammengestoßen bist. Mann, du hast Feuer gelegt an dem Tag. Ich dachte, die würden das Baby nie kriegen. Okay, hör zu. Wir beide werden ein Geschäft machen. Die Bullen spielen bei einem Freund von mir, den Babysitter. Und er ist nicht gerade glücklich darüber. Ich werde den Bullen ihr Baby wegnehmen. Verstehst du mich? Da gibt's einen Franzosen in einem Panzerwagen. Mann, der Typ ist ein kaltblütiger Killer. Wenn der nicht im Knast ist, kannst du sicher sein, dass gerade wieder jemand mit Blei vollgepumpt ins Leichenschauhaus eingeliefert wird. Ich dachte mir, wir werden ihn aus dem Verkehr ziehen. Du fährst ihn weg. Für 8000 Kracher. Kapiert? Mein Freund, du verstehst Rufus doch richtig, oder? Wenn du's vermasselst, tauchst du besser gar nicht mehr auf. Sind wir im Geschäft, Mann? Kleine Scheine. Gib Stoff, Mann! Das ist das Auto mit dem Franzosen! Schnappen wir ihn uns! Hi! Da sind wir wieder zurück und ich hoffe, das läuft jetzt in... Wie fährt denn er in der Aufnahme ein bisschen besser wie in der letzten? Weil da bin ich ja bei der Aufgabe schon fast... Naja, verzweifelt dran. So, jetzt kann er nicht großartig weiter weg. Die Sache ist bloß... Geht seine Karre wirklich zuerst in den Arsch oder nicht? Na, ich bleib mal hier drüben. Weiß halt nicht, wie der unbedingt fährt. Ich muss auch erstmal an ihn rankommen. Ja, lief schon mal ganz gut. Und bei uns ist so gut wie nichts passiert. So. Ich hoffe, ich krieg... Ah, shit. Hör mal auf, so rumzueiern, Typ. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist... Na okay, es geht noch mit dem Schaden, aber ich schätze mal, wir müssen jetzt erstmal abhauen. Bring uns hier raus. Ja, machen wir, aber wo muss ich hin? Warte, erstmal Karte. Okay. Ich bin jetzt umgedreht, ne? Ich muss die lange wieder zurück. War ich jetzt die lange wieder zurück? Ich glaube schon. Ich hoffe einfach mal, ich bin richtig hier. Weil zeitlich könnte das vielleicht ein bisschen... Okay, ist auf der anderen Seite. Eventuell ein bisschen knapp werden. Und ich muss auf meinen Schaden aufpassen. Das war ja beim letzten Mal schon der Knackpunkt. Okay, die sind weg. Alter, die... Oh, das ist so... Dass das so schwammerig ist. Das ist furchtbar. Mann, bleib doch... Mann, Alter, was bremst denn du hier? Und jetzt... Oh, jetzt fährt der nochmal... Alter, hau ab, Junge. Oh, ganz gemütlich, ganz gemütlich. Am besten gar nicht bremsen, einfach bloß geradeaus weiter. So, ich hoffe, ich komme da auch weiter. Lol, Alter. Das Flugzeug. Erinnert mich ja auch schon ein bisschen an meinen Urlaub von letztens, ne? Zumindest im Club. Oh, was heißt im Club? Weil im Open-Air-Club, da ist... War auch genau eine Einflugschneise gewesen vom Flughafen, wo die auch immer schön drüber geballert sind. War nice. So, der war anscheinend auf der anderen Strandseite. Die Sache ist, muss ich die... Alter, diese Schwammerige. Muss ich die jetzt noch abschütteln oder nicht? Beim letzten Mal dachte ich das ja auch und da muss ich sie gar nicht. Okay, die sind weg. Ich muss aufpassen, dass jetzt nicht noch einer kommt. So.
Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Mach keinen Scheiß. Mach dir die Bude auf. Jawohl. Nice. Hä, willst du mich verarschen? Versuch zu entkommen. Die waren gerade noch nicht da. Och, leck mich. Ja, ich habe aber nicht so viel Möglichkeiten mehr hier. Mach doch einfach die scheiß Garage auf und gut ist. Oh, nee. Kann ich den kaputt fahren? Nee. Mann, ich hatte es fast gehabt, du Arschloch. Ja, toll, jetzt. Oh. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir müssen bloß noch die Fahrt nochmal machen. Okay. Also, falls einer auftaucht. Falls einer auftaucht. Am besten gleich drauf. Ich meine, vom Schaden her geht's noch. Ich hoffe nicht, dass ich dann wieder zurückfahren muss. Und wir müssen so abhängen. Ach, das ist doch nicht das. Aber wo kam denn der her, Alter? Ich habe extra noch mal kurz auf die Minimap geguckt gehabt. Da habe ich ihn erst nicht gesehen. Ich meine, jetzt können sie ja noch dranbleiben. Das ist mir ja Ritze. Hauptsache, wenn wir kurz davor sind, nicht. Und hört doch mal auf, hier jedes Mal hin und her zu gondeln, Alter. Ey, das ist... Der Verkehr hier ist halt echt schlimm. So. Und ich werde ja jetzt nicht so dolle gesucht. Der ist zwar noch mehr oder weniger hinter mir. Ich habe also ein bisschen... Also diese Leute, ne? Diese anderen Verkehrsteilnehmer, das ist... Hör auf, hier mal rüber zu ziehen auf meine Seite, Mann. Okay, geht noch, geht noch, geht noch. Ja, okay, auf der anderen Seite. Okay, vielleicht kriegen wir den aber weg. Bevor. Jo, der ist weg. So, und jetzt in... Nein! Ich wollte gerade sagen, jetzt sofort da rein. Mach Tür auf. Renner. Okay. Gut gemacht. Sehr schön. Jo. Wir möchten, dass du für uns den Rambock spielst. Ziemlich brutal, nicht zur Warmdusche. Ruf mich mal an. Ich bin's. Shit, Mann. Ruf's genau zur rechten Zeit an. Pass auf, es geht um Folgendes. Ich habe ein paar Probleme mit einem Geschäftsmann. Er glaubt, er braucht kein Schutzgeld mehr zu bezahlen. Wir müssen ihm das nochmal erklären. Er kapiert nicht so schnell, weißt du? Er hat eine Restaurantkette in der Stadt. Also habe ich ihm sozusagen versprochen, dass wir gegen späten Nachmittag jedem seiner Läden einen Besuch abstatten werden. Du fährst durch die Vorderfront von jedem einzelnen Laden. Du hast nicht viel Zeit dafür, aber du erledigst das. Alles klar? Okay, ich schätze mal... Wo ist das erste Restaurant? Ich schätze mal, das soll denen irgendwie Angst machen oder so. Okay, ist gerade zu. Gut. Sollten wir ihn kriegen. Und einfach bloß durch die Scheiben ballern, ja. Naja, gut. Sollte aber... ja, geradeaus nur. Toll. Sollte aber theoretisch nicht so schwer sein, oder? Ich hoffe, ich komme jetzt über den Highway da auch hin. Oh Gott. Okay, da waren mehrere. Hör auf jetzt so hüppen, Auto. Ach, hier muss noch mal auf die andere Seite, ne? Toll. Jo. Geht's hier? Mann, Alter, wo geht's denn jetzt hier rein?
Hier so? Hä? Okay, ich wollte gerade sagen, er hat ja bloß was von Scheiben erzählt, nicht von hier Dings zertrümmern, ne? Nervig ist natürlich bloß, wenn jetzt die Bullen kommen sollten. Warte mal, ich kann ja direkt hier rüber. Oh, vorsichtig. Okay, ab zum dritten. Oh. Ich meine, ja, Schaden hält sich noch in Grenzen, aber dennoch... Wenn ich dann noch weiterfahren muss, man muss es ja nicht übertreiben. Nein, Alter! Ah, blöde Palme! Und der Bulle muss jetzt extra mitkommen, ne? Natürlich kommt er mit. Ja, natürlich kommt er mit. Ach, scheiße. Gut, weiß ich gar nicht, ob ich da... Mann! Was ist denn das jetzt, Alter? Oh, diese Steuerung von der Karre, Mann! Das ist hier das andere Kackrestaurant. Hä, wo soll das hier sein? Jetzt fährt mir noch einer rennen, jetzt fehlt mir noch der rennen. Ja, super. Ach man, verpisst euch doch mal alle. Oh, ich will doch bloß gucken, wo das blöde Restaurant hier ist, Mann. Ich sehe das nicht mal. Ich habe hier irgendwie so eine Seitenstraße, glaube ich, gesehen. Bin mir aber nicht so sicher. Wo soll denn das hier sein? Das hier? Nee. Das hier? Oh, Junge. Kein Plan, was die machen. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Oh. Okay, da kann ich hier rüber. Okay. Ja, so. Cool. Und hier ist auch noch ein... Wie viele Restaurants gibt es denn hier? Wahrscheinlich fünf, ne? Und da muss ich wieder zum anderen Ende der Stadt. Ich habe das bisschen das Gefühl, das muss ich nochmal machen. Also irgendwie gefühlt, jede Mission muss ich jetzt wie immer machen. Okay, das passt, das ist nicht so schlimm. Solange sie hier Straßensperre machen, alles supi. Aber das hätte jetzt gar nicht sein gemusst. Wenn das ein richtiger Ersatz war. So, wo ist das jetzt hier wieder? Um die Ecke rum? Okay, letztes Restaurant. Aber werde ich das überhaupt schaffen? Das ist die Frage. Oh Gott. Alter, die haben sich gegenseitig weggesnackt. Nice. Okay, ich kann hier geradeaus weiterfahren. Ich weiß, ich bin im Gegenverkehr, aber ich hab's eilig. Deswegen kein Plan. Okay, gut. Hier kann ich vernünftig rüber. Könnten wir noch schaffen. Wenn ich das scheiß Restaurant gleich finde. Ah, warte. Hallo, ich bin drinne. Ich bin drinne. Und ich bin fast am Arsch. Oh Gott sei Dank steht Speichern da. Okay, dann haben wir das erstmal erfolgreich hinter uns gebracht. Puh. Hör zu. Heute Nacht kommt eine Ladung Kalaschnikows an. Du bist beim Treffpunkt und holst die Süßen ab, bevor die Bullen davon Wind kriegen. Nichts machen wir lieber. Also ich schätze mal wieder zum Hafen, ne? Oh, das Schwermetall. Ja, die Kacke ist bloß, inwieweit kann ich dann damit noch vernünftig fahren? Ich kann ja schon so kaum fahren. Okay, Richtung Norden und dann den Dings.
Ich würde den Bullen halt ungern begegnen, weil ich glaube, ich kann das Zeug halt nicht holen, wenn die mir am Arsch kleben. Deswegen. Mann, Alter, du blöder Penner, ey. Das, jedes Mal dieselbe Scheiße. Aber ich habe ja vielleicht können wir ja auch da mit dem Laster rumgundeln, ne? Aber ich glaube, ah, Mann, Alter, die Steuerung, Alter. Ach, ach komm, Alter, ich bin ganz normal gefahren, du Sack. Ich konzentriere mich, glaube ich, hier ein bisschen immer zu sehr auf die Minimap. Ah, hier rum. Ich hoffe, jetzt bloß keine Straße. Mann! Bloß keine Straßensperre. Verpiesel dich mit deinem Scheiß. Stingsterbumster. Ah, das ist sehr schön. Aber den muss ich noch wegkriegen. Aber da war ja einiges an Verkehr. Also ich hoffe, der bleibt da stecken. Ich hoffe, ich bin hier auch richtig. Wow. Okay, sehr schön. Theoretisch dürft ihr hier kein Bulle mehr kommen. Theoretisch. Okay, wir sind safe. Mann, Alter, du... Ich fahre jetzt auch bloß hier... Also, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich fahre hier bloß lang, weil ich weiß, dass wir hier schon mal lang gefahren sind. Und jetzt habe ich mich verfahren. Geil. Ich muss nach links weiter irgendwie. Geht das hier durch die Halle? Okay. Sieht gut aus, oder? Gut gemacht. Komm da raus und zurück zum Hotel. Ach so. Oh, ja. Aber ich werde Gott sei Dank nicht viel gesucht, ne? Aber warum wird da gesagt, komm da raus? Also... Das hört sich ja so an, als ob hier noch irgendwas passieren würde. Aber habe ich Zeitstress eigentlich nicht, oder? Hätte ich auch hier... Ich wollte gerade sagen, natürlich sind sie direkt hier vor. Ist hier die Straße? Warte. Wenn sie jetzt hier nämlich eine Straßensperre machen oder sowas passiert. Nein, verpisst euch. Ach, scheiße. Ja, das ist ganz schlecht. Noch ein Treffer und ich bin immer am Arsch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Allein diese Straße. Oder nicht mal unbedingt die Straße, die Autofahrer. Die anderen Autofahrer. Aber mit ein bisschen Glück, wenn wir jetzt nicht verfolgt werden, muss ich vielleicht auch gar nicht so viel Gas geben. Oder ein bisschen vorsichtiger dann hier agieren. Ein bisschen mehr auf die Straße gucken. Nein, nicht da lang. Scheiße. Okay, dann auf die Hauptstraße in der Hoffnung, dass die vernünftig hier fahren. Und ich muss die mit Sicherheit abschütteln, ne? Ich hoffe bloß nicht, dass ich nochmal dann irgendwo hinfahren muss, weil... Wenn wir das wirklich schaffen sollten... Karre ist, ne?
weiß halt nicht, ob ich da jetzt hätte schon reinfahren können. Versuch zu entkommen, ja, aber war klar. Es war so klar. Also wenn, hätten die uns nicht am Arsch geklärt, ich weiß nicht, ob ich das hätte umgehen können, dann hätten wir es geschafft. Also ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, Zeit ist ja genug eigentlich, ne? Zeit ist ja eigentlich genug. Ne. Ich muss es ja nicht provozieren. Und wir hätten, glaube ich, auch... Das Ding ist bloß, wenn ich das Zeug vom Dock hole, stört das die Bullen? Also, wissen die das dann schon und ich bin am Arsch? Warte mal, jetzt muss ich operativ fahren. Ja, doch. Doch, doch, doch. So, weiter. Ja. Noch geht. Noch haben wir kein Problem. Ist, also, ich werde es versuchen, falls jetzt in ein... Ich wollte gerade sagen, wenn einer entgegenkommt, aber der ist ja vor uns. Ich meine, kann ich bei dem überhaupt richtig fahren? Ich kann auch lieb fahren. Ich hatte gehofft, dass der vielleicht uns dann da nicht sehen kann, wenn wir um die Ecke fahren. Ja, ja, hört auf zu hupen hier. Ich hab's eilig, Mann. Der sollte weg sein. Jetzt muss hier nicht wieder irgendeinen Scheiß machen. Okay. Und das Ganze, naja, ich soll es vielleicht noch nicht sagen, aber das Ganze eigentlich trotzdem ohne Schaden. So. Wenn ich mich recht entsinne, konnten wir doch hier komplett außen lang fahren. Kann ich hier nicht so direkt durch? Warte. Yo, easy. Ups. Oh. Okay, ein bisschen gesucht haben wir und ich schätze mal, die werden auch wieder volle Esse reinknallen, wenn wir hier eigentlich weg wollen. Probieren wir wieder nach außen ein bisschen zu kommen. Das war, glaube ich, mehr oder weniger der direkteste Weg. Ja. Komischerweise ist da einer. Aber vielleicht... Lass mich rein. Vielleicht fährt er ja noch eine Runde. Ja, er fährt eine Runde. Ich wollte gerade sagen, verpiss dich. Och, mir ist halt bloß wichtig, dass die hier keine Straßensperre aufbauen, ne? Das war vorhin das Totale gewesen. Aber ich glaube, wir sind relativ safe. Gerade wenn wir jetzt die Straße hier noch hinter uns kriegen, ohne dass uns irgendjemand sieht. Der Rest ist dann relativ egal. Ich hätte es nicht beschreien sollen. Aber ich habe ja Zeit, ne? Aber er könnte uns sehen. Darf ich hier überhaupt überholen auf der Straße? Ich weiß es gar nicht. Doch, hier. Bleib mal da, Kollege.
Ich weiß halt nicht, ab wann ich Stoff geben kann. Der ist ja noch hinter uns. Okay, ich hab grün. Jo. Ciao, Alter. Nice. Gut, ab zum Hotel. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, aber hey, wir wollen die ganze Geschichte, wenn es geht, ja auch einigermaßen seriös hinter uns bringen, ne? Shit. Hat aber Gott sei Dank keiner gesehen. Und ich weiß ganz genau, kurz bevor... Ja, da ist er nämlich. Nee, doch nicht, der sieht uns nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, kurz bevor wir ankommen, kommt da sowieso wieder irgendeiner aus der Ecke gescheißert. Okay, gut, das Ding ist... da habe ich ja komplett vergessen, ihr seht ja das kleine Dings gar nicht. Die kleine Minimap gar nicht, weil ich halt davor sitze. So. Ging's hier nicht irgendwo rein? Ah ja, wenn ich auf dem Bürgersteig fahre, ist das bestimmt sehr unauffällig. Doch, hier ging's doch rein, oder? Ebola? Geht doch. Und auch mit vernünftigen Stats.